Sein Gegner in der roten Ecke ist 22 Jahre jung. 69,5 Kilogramm schwer, 1,76 Meter groß. Er bestritt einen Profikampf, hat ihn gewonnen und zwar durch Knockout. Tritt an für das Team Arthur Abraham in seiner Ecke. Ex-Europameister, Ex-Militär-Weltmeister, Teilnehmer für die deutsche Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney. Herzlich willkommen, Kai Huste. Und natürlich herzlich willkommen hier in Hamburg, aus Berlin, Andranik Waskanian. Der Kampf ist angesetzt auf 4 Runden, 4 Rounds of Boxing. Die Kämpfer zum The Fighters to the Center. Both of you know the rules. Obey my commands at all times. Protect yourself at all times. Touch gloves. Die Boxer sind bereit, so let the fight begin. Andranik Waskanian ließ schon bei den Amateuren sein Talent aufblitzen und holte sich dort. Runde 1, Round Number 1. Sein Einstand bei den Profis war ebenfalls vielversprechend. Und so ist er heute gut Mutes aus der Mütchen gegen Wladimir Janisashvili kühlen zu können. Zumal der Georgier, wenn er verloren hat, und das hat er 10 Mal, dies immer vorzeitig hinter sich brachte. Waskanian in der weißen Hose, Janisashvili in schwarz. Na, für den Janisashvili ist es natürlich erstmal schwierig, jetzt hier an der langen Führungshand von Andranik Waskanian vorbeizukommen. Intelligenter Boxer, schneller Boxer. Boxt auch in der Amateur-Bundesliga für Hertha BSC. Oh, da hat schon mal geklappert. Ringrichterin Diana Milani. Na, weit hergeholt das Ding und dann weit am Ziel vorbeigeschossen. Janisashvili. 38 Jahre, natürlich die beste Zeit auch hinter sich. Na, macht einen sehr abgeklärten Eindruck, der Andranik Waskanian. War bei den Amateuren U21 deutscher Meister. 10 Mal holte er sich die Berliner Meisterschaft. Einige internationale Turniere für sich entschieden. Und ist ein guter Freund von Arthur Abraham. Naja, der ist eher weggerutscht, sage ich mal, wird trotzdem angezählt. Okay, Treffer war auch dabei, kann man schon machen. Ende von Runde 1. Sie haben es gehört, Kai Huste trainiert Andranik Waskanian, 1988 Europameister im Leichtgewicht, Militärweltmeister. Bekannt auch sein Bruder Falk, 1997 Vize-Weltmeister bei den Amateuren im Federgewicht. Mit einer umstrittenen Niederlage im Finale gegen István Kovács. Den kennen wir auch noch alle. War auch hier im Universum Boxgym
mal kurze Zeit Weltmeister. 1994 holte sich dann Falk auch noch den Weltcup in Bangkok und dabei schlug er immerhin Joel Casamayor. Und ihm gelang, was kaum jemand gelungen ist, er schafft einen Unentschieden gegen Floyd Mayweather Jr. als Amateur. 102, so. Round 2. Ja, schon ein erfolgreiches Trüppchen, die Hustes. Runde 2. Ja, da war so mein überfallartiger Angriff, aber gutes Auge hat er der Boskanian. Gute Beinarbeit. Schlag auf den Hinterkopf. Soll ja das Denkvermögen erhöhen, sagt man so im Volksmund, aber im Boxen ist es wohl ein bisschen anders. Ja, und immer wenn sie dann mit dem Kopf schütteln, wenn so ein Schlag kommt, dann weiß man, dass es wehgetan hat. Macht er jetzt, hat er mal deine Nase freigespült hier, der Janne Saschwili. Guter Treffer, gute Kombination. Na, der eine geht nach unten, der andere drückt. Rechte durchgekommen und nachsetzen. Ja, da muss er noch ein bisschen an sich arbeiten. Auch jetzt war wieder die Chance, als er da in der Ringecke stand, der Janne Saschwili. Aber das weiß gar nichts. Bin mal gespannt, wann er sich das nächste Mal hinlegt. Irgendwie scheint er keinen Bock mehr zu haben, der Wladimir. Janne Saschwili aus Georgien. Da muss man auch mal sagen, die Georgier, die heute hier antreten, sind alle relativ kurzfristig eingesprungen. Einige Gegner waren verletzt, andere durften wegen Corona nicht ausreisen. Das ist natürlich in diesen Zeiten immer schwieriger, die erhofften Kampfpaarungen dann auch zustande zu bringen. So, es geht erstmal gemütlich da. Seine Ecke, zack, hat's gemacht, aber kurz vor Ende der Runde, schön durchgekommen. Was macht es Milani? Schaut ihn da in die Augen, sagt, na gut, Porsche, komm, geh nochmal in die Ecke. Dreimal war er jetzt unten. Schauen wir uns das nochmal in der Zeitlupe an gleich, diesen schönen Schlag da von Andranik Boskanian. Zwei Runden sind rum. Zack, da war die rechte schon mal drin. Vorgeschmack für den Georgier. So, da haut's dann hier auf sein Hinterteil. Seconds out. Immer wieder die Rechte von Andranik Boskanian. Die hat er gut unterbringt. Runde 3, Round 3. Janne Saschwili ist Profi seit 2013. Und da ist er wieder am Boden. Mal schauen. So langsam langt es eigentlich. Da bringt er nichts mehr. Da geht auch schon mal in die Ecke, zeigt auf seinen Arm. Oh, da tut mir jetzt weh. Okay,
Ring, er gesagt, Leute, das langt. Schöner Sieg für Andranik Volkanjan gegen einen, na sagen wir mal, nicht allzu schwer ein Gegner, aber auch den muss man erstmal besiegen. Und vor allen Dingen die Art und Weise, wie er es gemacht hat, hat mir sehr gut gefallen. Profi. Seit 2019, 2020, heute sein erster Kampf. Melvin Kitschanovic hieß der Gegner aus Rosenheim, gegen den er seinen ersten Kampf gewonnen hat. Ja, das Team Abraham, das hat hier ein tolles Talent. Und auch erst kürzlich hat einer aus der Abraham-Family, Martin Arsumanyan in Berlin, einen tollen Sieg errungen gegen den Favoriten Björn Schicke. Wurde er EBU European Champion im Mittelgewicht. Also das kann ich schon sehen lassen. Und Kai Huste mit Sicherheit auch ein guter Trainer für den jungen Mann. Also die Karriere von Andranik Volkanjan, die sollten mal die Boxfans im Auge behalten. Aus dem kann was werden, aus dem 22-Jährigen. Ruht in sich selbst. Netter Kerl, wenn man sich mit ihm unterhält. Gute Amateurschule genossen, das sieht man. Ein gutes Trainerteam um sich herum. Ja, und der Wladimir Janis Saschwili, er sollte vielleicht mal drüber nachdenken, mit seinen 38 Jahren, ob der Boxsport noch so das Richtige für ihn ist. Er ist zum vierten Mal in Deutschland am Start und alle Kämpfe verloren. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Sieger durch technischen Knockout, durch Aufgabe nach 32 Sekunden der dritten Runde aus Berlin, Andranik Volkanjan. So, da gibt es noch richtig Beifall für den Andranik Volkanjan. Ja,